Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren, ideologisch motivierte Inklusion stoppen. Wir hatten diesen Antrag schon mehrfach in den vergangenen Jahren hier im Parlament, möchte aber jetzt die Gelegenheit nutzen und finde es auch ein tolles Signal, dass der Landesbehindertenbeauftragte Herr Schmaus selbst da ist und möchte die Gelegenheit auch nutzen, vielleicht das eine oder andere Argument zu der aktuellen Umsetzung der Inklusion auch in die Debatte mit einzubringen. Und einleiten möchte ich auch ganz klar herausheben oder hervorheben, dass wir als CDU-Fraktion natürlich selbstverständlich zur Umsetzung der Inklusion in unseren Bildungseinrichtungen stehen. Aber dort, wo Inklusion an ihre Grenzen kommt, müssen halt auch neue Wege aufgezeigt werden. Es ist festzustellen, wir haben es eben auch gehört, dass aktuell sehr, sehr viel berichtet wird in den saarländischen Medien über die Inklusion in unseren Schulen, in unseren Kitas, in der Ganztagsbetreuung. Das ist gut, dass sich damit beschäftigt wird. Ich erinnere daran, in den vergangenen Monaten wurde unter anderem analysiert, 10 Jahre Umsetzung der Inklusionsverordnung, wo stehen wir? Dann Bau von bzw. Sanierung auch von mehreren Förderschulen. Das Thema Ganztagsbetreuung in Förderschulen hat dort eine entscheidende Rolle gespielt. Seit dem Jahr 2014 werden unsere Regelschulen inklusiv ausgerichtet. Ich habe eben bereits an die Inklusionsverordnung entsprechend erinnert, die seitdem in Kraft gesetzt wurde. Und es ist ein wahrer Kraftakt für alle Lehrkräfte und die pädagogischen Fachkräfte in unseren Bildungseinrichtungen. An der Stelle ein Riesenkompliment und Dankeschön wirklich an alle Lehrkräfte, Erzieherinnen und Erzieher und die pädagogischen Fachkräfte, die in unseren Bildungseinrichtungen dort wirklich ihren Beitrag leisten und versuchen, das Bestmögliche für die Inklusion auch vor Ort entsprechend umzusetzen. Es ist aber festzustellen, in allen Bildungsdebatten, dass die Herausforderungen in unseren Schulen und Kitas massiv angestiegen sind und dass wir vor allem ein großes Problem mit den Fachkräften haben. Das wird vor allem im Bereich der Förderschullehrkräfte, aber auch im Bereich der besonderen, der pädagogischen Fachkräfte in den einzelnen Förderschwerpunkten, wie auch in den Erzieherinnen und Erziehern, eine entscheidende Rolle spielen. Und da müssen Lösungen gesucht werden. Sehr positiv, und das möchte ich ebenfalls hervorheben, ist, dass die Debatte, und wir können uns daran erinnern, wie heftig die Debatten in der vergangenen Legislaturperiode waren zum Thema Notwendigkeit der Förderschulen, dass diese Debatte doch deutlich abgeebbt ist. Und es ist zu erkennen, ein klares Bekenntnis auch von der aktuellen Landesregierung zu den Förderschulen und vor allem auch in dem entsprechenden Förderschwerpunkt und dass es dort auch weitergeht, dass neue Förderschulen konzipiert werden und auch gebaut werden. Ich erinnere, am Freitag wird der Architektenwettbewerb im Bauministerium vorgestellt, die Förderschule K, wofür 200 körperbehinderte Kinder in Homburg eine neue Förderschule entstehen wird. Die Pläne liegen bereits in der Schublade. Das Ganze wird am Freitag vorgestellt. Und auch das Thema Ganztagsbetreuung, das auch da mit der Zeit gegangen wird und auch die ersten Modellprojekte beispielsweise in Püttlingen, aber auch in Märschingen entsprechend umgesetzt werden. Aber 10 Jahre Inklusionsverordnung bedeutet auch 10 Jahre Erfahrungen gesammelt. 10 Jahre gemerkt, wo kommen wir an Grenzen, wo muss sich etwas verändern. Von daher möchte ich an der Stelle nochmal darum bitten, endlich die Inklusionsverordnung zu analysieren, auf den Prüfstand zu stellen und auch wirklich eine Evaluation mit entsprechenden Hochschulen auf den Weg zu bringen. Wir haben schon so viel evaluiert, es wäre jetzt mal an der Zeit, wirklich die Inklusionsverordnung auf den Prüfstand zu stellen. Wir als CDU-Fraktion haben einige Anfragen auf den Weg gebracht. Ich kann jetzt schon ankündigen, es folgen noch weitere, weil wir einfach wissen möchten, was ist in unseren Schulen los? Wie sieht es mit dem Personal, die Personalsituation aus? Wie viele Kinder werden nach einem Förderplan unterrichtet? Wie sieht es mit dem Thema Umschulung aus? Was festzustellen ist, es kam jetzt wieder vergangenes Wochenende etliche Antworten zurück. Es ist festzustellen, die Landesregierung, ich möchte es wirklich deutlich hervorheben, weiß aktuell sehr wenig, was an Inklusion auch wirklich umgesetzt wird.
wie viele Kinder nach einem Förderplan unterrichtet werden, wie entsprechend budgetiert wird. Und hier muss mehr Fleisch an den Knochen. Wir brauchen hier wirklich entsprechende Daten, um ordentlich zu budgetieren. Und daraus resultierend müssen Lehren und Konsequenzen gezogen werden. Von daher zusammengefasst, wir brauchen deutlich mehr Personal in unseren Förderschulen, aber auch in unseren Regelschulen zur Umsetzung der Inklusion. Und ich bitte eindringlich darum, endlich die Inklusionsverordnung zu evaluieren, dass dann auch Schlüsse gezogen werden können.